Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dungeons. Wir sind jetzt hier im Dschungel. Ja, genau. Macht mir noch den Weg zu. Wir versuchen uns jetzt gerade zum zweiten Mal hier durchzukämpfen. Also, wir haben es jetzt noch nicht einmal geschafft, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil wir vorher krepiert sind. Ich habe hier die Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen. Ich könnte auch nur mal Alpaka wiederholen. Weil wir haben ja eigentlich relativ gutes Equipment jetzt. Also ich finde es sehr gut. Wenn hier jemand dabei ist, der das schon ein bisschen länger spielt, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, jo, gut, kann man mitarbeiten. Aber mir auch nicht. Komm her, du böser Enderman. Hopp, du hast gar keine Chance für mich. Oh. Wir haben was Besonderes bekommen. Das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Okay, die können wir verwerten. Das können wir verwerten. Das verwerten wir. Das auch. Der ist zwar stärker. Verwerten wir aber. Das. 330 Gesundheit. Kurze Unsterblichkeit beim Rollen. Alter, geil. 50% schneller rollen, Schadensverringerung 35. Ist gekauft. Was haben wir dann? Dorne. Flammschuhe in Brand. Finales Brüllen. Was ist damit? Was geht denn mit dir ab? So, bleibst du jetzt bei mir. Blödes Alpaka. Ja, eigentlich nicht. So, Don ist richtig gut. Geht? Geht jetzt? Darf ich jetzt gucken? Bitte? Danke. Don war cool. Mächtig. Abkühlung. Verringere die Ablenkzeit deiner Artefakte. Ist gekauft. Du fügst deinem Angriff selbst Schaden. Mama. Das ist halt Schwerkraftimpuls. Naja. Wenn eine Gesundheit unter 25% sinkt, wird alles aktiviert. Aber ich nehme lieber das da. Habe ich noch irgendwas, was ich ausbauen kann? Da brauche ich 4. Das fehlt noch. Das habe ich auch voll. Sieht ja schon witzig aus, die Rüstung. Aua. So, immer schön denke, ich kann jetzt schneller rollen und ich bin dann kurz unsterblich. Ja, okay, die Tentakel ist es jetzt nicht so wichtig, aber... Level up! Und das Alpaka nehmen wir wieder mit. Seele ein bisschen einsammeln. Bams! Ja, immer schön rumrolle. Hopp, gibt die Passage frei. Ja, wohl der Wahnsinn. Da hat es mich letztes Mal gerissen. Golem wäre auch nicht schlecht. Ich habe gelesen, man kann auch Golem kriegen, also so Steingolem von Minecraft. So Beschützer-Golem. Könnte auch witzig sein. Wumms. Aber bis sie die Brücke frei machen. Genau, da waren wir vorhin und dann sind wir hier krepiert. So, der war nicht so gut, der Schuss. Da oben war ja das mit dem Creeper-Teil, oder? Das war nicht so gut. Das ist besser. Genau, jetzt ist die Frage. Versuchen wir es nochmal? Wir besuchen es nochmal. Jetzt legen wir das gleich mal da hin. Hat es jemand verwischt? Ich hoffe es mal zumindest.
Au. Immer schön Rolle denke. Denke immer dran zu rollen. Rüstung ist gut. Jo. Wir haben es geschafft. Ging doch besser als das letzte Mal. So, 43. Machen wir weg. Ich hab alles Edelsteine. Alter, 1500 und ein paar zerquetschte. Geilomat. Also das mit dem Creeper-Totem war schon hart. Also, was heißt hart? Also ich fand's cool, also so ist es nett. Ey, wir haben Pfeile. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Ich geh mal runter. Das wäre so eine böse Pflanze. Okay, wir brauchen diesmal nur 3 Schläge. Oh, das war aber nicht weit, nun, ne? War aber nicht viel, Jungs. Ich dachte, er bestimmt ist aber... Rollen! Nein! Oh, man! Okay, das hat mich jetzt nichts gekostet. Gut, aber Rolle macht mich kurzfristig, also kurzzeitig unsterblich. Das muss ich dran denken. Und da ist auch das andere. Hier sollte ich vielleicht aufpassen. Die Blumen sind halt übel. Also auf so kurzem Raum, wenn ich jetzt... Und wenn man dann noch Dynamit hat, schmeißt man es doch sowieso immer irgendwo hin. Bloß nicht da, wo es soll. Was? Ich hab's eben gerade nicht gelesen, sorry. Und Rollo. Irgendwie, ah. Das hatte ich gewollt. Das ist eine Farbblume, habe ich das Gefühl. Bams. Ah, so, das, der ist schon tot. Jetzt ist im Moment ein bisschen verbindelt, das Ganze. Ja, ein bisschen Rolle. Ja, die können ja auch schneller jetzt Rolle. Rolle ist wichtig. Die Waffe ist ein bisschen lahmarsch, ich habe nicht das Gefühl. Au! Aber es kommt gut Seelekraft verwenden. Komm her! Oh, mein Alpaka ist weg. Oh, gar nicht gesehen, dass ich die Dynamit aufgenommen habe schon. Aber okay, wenigstens hatte ich ein paar. Ein Brot und Pfeile. Brot und Pfeile. Mehr brauche ich nicht. Also baut sie. Was war das? Alpaka. Irgendjemand castet in den Kram. Was bist du für eine? Sieht aber komisch aus. Okay, das war ein neuer Gegner. Den hatte ich jetzt noch nicht gehabt, den da. Aber okay, der ist anscheinend wie die Schamane. Und castet dann halt bloß, na, sag mal schnell. Castet natürlich dann bloß... Nein, 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 nein! Boah. Aber der ist witzig, ganz ehrlich. Kommen dann die ganzen Dinge her. Zum Glück hauen mich die Tentakel nicht. Also wenn die mich jetzt noch peitschen würden und Kram. Alle. Danke, Alpaka. Ach, der kann auch die casten. Das ist so dann übel. Das müsste mehr so
Cluster-Schlag gäbe. Aber wenn der weg ist, komm, rollen wir noch ein bisschen. Na komm, was haben wir hier oben? Nice! Da soll ich hin? Wie soll ich denn das machen? Da soll ich hin. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich hier irgendwo einen Druckknopf oder irgendwas, was man betätigen muss, dass man da rüberkommt. Ja, Creeper, Creeper. Creeper ist böse. Ja, ich habe ja schon gemerkt, also wenn Creeper bei dir in der Nähe sterben, hast du immer ein tierisches Problem. So, was haben wir dann hier? Diese Druckplatte. Da haben wir noch ein paar Tentakel, wo einfach sind. Druckplatte. Ah, okay, da muss ich dann jetzt gucken, Lösung finden. Jetzt machen wir erstmal Dido weg. Gut, was haben wir denn für Gesichter? Also, irgendwo so Enderman, Hundi? Enderman. Was haben wir hier? Creeper. Sehr seltsam. Oh, das war's schon. Und was haben wir jetzt? Ah ja. Immer schön Rolle dran denke, immer Rolle. Jawohl, Powerdrang. Futter. Explosionspfeile. Gib ihm. Oh, mehr Pfeile kriegt. Immer schön Rolle, um Schade zu reduzieren. Das war's schon. Haben wir noch einen? Ah, der Obo, der rennt da oben rum. Der haut von mir ab. Deswegen geht's nicht weiter. Da, bleib du, bleib du. Du kommst schnell fort. Alter, jetzt schon drei von denen. Okay, da müssen wir halt jetzt mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Puh. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Ah, wir sind durch. Hat erst begonnen, denn der alles verderbende Splitter liegt tief im Herzen des Dschungels verborgen. Mhm. Ja, aber war schon mal cool. Mal gucken, was wir kriegen jetzt. Totem der Regeneration 44 ist besser als das 35. Das tauschen wir natürlich dann aus. So, mal gucken, ob wir irgendwas an Rüstung oder Waffen Neues kriegen. 5 Fetcher Burke. Eine Fetcher Metallrüstung. Normale Burke. Großhammer. So, noch einmal mache ich und dann gucke ich mal noch die Artefakte. So, was haben wir dann alles gekriegt? Also es ist zwar stärker als der Bogen, wo ich jetzt habe, aber den Bogen, wo ich jetzt habe, finde ich halt wesentlich toller. So. 222. Flammenköche. Ende. So, besseres Alpaka vielleicht. Ende fertig, noch einmal und dann ist Schluss. Leckerer Knochen. Das war doch fürs Hundi, oder? War das fürs Hundis leckere Knochen? Also, die Pfeile weg. Das ist jetzt aber auch nichts dabei, was gepusht wäre. Genau, beschwört einen Wolf, der im Kampf hilft.
Leider nicht. Armes Wauzi. Aber tut mir leid. Das nächste Mal. So. Ach, guck mal an. Da gibt es ein Geheimnis. Verwucher der Tempel. Da bin ich noch ein bisschen schwach auf der Brust anscheinend. Das könnte jetzt interessant werden. Kann ich das leichter stellen? Nein. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was wir jetzt gesagt kriegen. Muss hier mal gucken. Der Splitter landete tief im Dschungel, wo er eine schreckliche Kreatur heraufbeschwor. Das Dschungelscheusal. Diese widerliche Bestie darf keinesfalls die Verderbnis der Kugel weitertragen. Sei auf der Hut, denn diese überwucherten Tempel beherbergen Monster, die ihre neu gefundene Macht aufs Schärfste verteidigen werden. Naja, dann hoffen wir nur das Beste. Habe ich das Alpaka-Kleid dabei? Nö, muss ich echt beschwören. Gut, ist aber kein Problem. Eschlag reicht nicht mehr aus, wie die wegzumachen. Ja, dann müssen wir jetzt gucken. Rollen nicht vergessen. Rollen. Rollen. Keep rolling. Au. Die halten echt schon viel aus, die Jungs. Eins, zwei, drei, ja, vier, fünf Schläge. Das gibt's da, hat die Geschichte. Das wird eine harte Geschichte, Esther. Aber okay, wir sind mehr ein bisschen zuversichtlich. Wumms. Ey. Mach ob der Tür. Tanzt ihr Schergen, der König hat Laune. So, war das jetzt hier hoch? Scheint so. Oha. Jetzt geht's ab. Zum Glück hab ich Seeleende. Und Pathfinder und kriege von alle möglichen Ecken kriege ich Leben. Sonst hätte ich nämlich alleweil ein tierisches Problem. Oh, die da mit, das nehmen wir einen kleinen Moment. Das können wir da drüber an die Pflanze werfen. Mal gucken, wie weit es ist. Mal dann ein bisschen über die Hälfte abgezogen. Gut, da haben wir einen Hebel. Und auf deiner Seite ist der zweite Hebel, denke ich mal. Jo. 2, 3, 4, 5. Alter, 5 Schläge, um die Blume wegzumachen. Das ist doch nicht schön. Nichts schön. Ach, jetzt schießt er da mit Boote. Oh, ich habe nur noch 20 Pfeile. Stoff. Das ist ein Zauberer war, halt er aber ganz schön gut was aus. Alter. War ja auch zu schön, um wahr zu sein. Au. Oh,
Aber wir haben es geschafft. Ohne eine Level-Upgrade. Ah, geschafft und Level-Up. Was will ich mehr? Oh. Außer Pfeile zu verschwenden, das kriege ich gut hin. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und tschüss!